Wer eine Reise nach Mauritius bucht und dabei das Internet nach Angeboten durchforstet, wird zwangsläufig über Hotels und Strandanlagen stolpern mit 4 oder 5 Sternen. Das war für uns keine Option. Wir wollten Mauritius pur erleben und haben uns eine private Unterkunft gesucht in Pointe aux Canonnières bei Bernd. Bernd ist vor ca. 25 Jahren von Deutschland nach Mauritius ausgewandert, hat dort in der Zwischenzeit eine Familie gegründet und sich selbstständig gemacht in der Tourismusbranche. Er vermietet 4 Wohnungen und bietet auch Touren auf der Insel an, also ein Rundum-Service, den man bei Bernd in Anspruch nehmen kann. Das haben auch wir getan und sind dann in seinem Haus für 2 Wochen eingezogen. Die Wohnung, soweit alles okay, sauber, zweckmäßig eingerichtet, nicht zu viel Luxus. Der Wohnort Pointe aux Canonnières liegt im Norden der Insel. Die Infrastruktur des Ortes ist soweit okay. Es gibt einen kleinen Supermarkt, einen kleinen Imbiss. Wenn man aber größere Sachen einkaufen möchte oder erleben möchte, dann muss man auf jeden Fall in den benachbarten Ort nach Granby fahren. Granby ist mit dem Bus circa eine Viertelstunde entfernt. Zu Fuß ist es nicht zu empfehlen. Es ist zwar nicht so weit, aber es gibt auf Mauritius keine Bürgersteige und der Verkehr ist echt die Hölle. Von unserem Vermieter hatten wir den Tipp bekommen, dass nur wenige Gehminuten von seinem Haus entfernt ein halb öffentlicher Strand sei, den wir auf jeden Fall uns mal anschauen sollten. Da haben wir nicht lange gefackelt und sind auf die Suche gegangen. Wo führt uns dieses Tor hin? Es ist kein Schild angebracht, nichts. Es ist ein... Ui, das riecht streng hier. Ja. Wir werden es ausprobieren und wir lassen uns mal überraschen, wo dieser Gang hinführt. Es ist auf jeden Fall nicht privat. So viel wissen wir schon mal. Von daher... Luft anhalten und durch. Und los. Der Gang ist ungefähr 120, 150 Meter lang. Und wir können jetzt schon sehen, es hat sich gelohnt, hier durchzugehen. Der Geruch ist auch besser geworden. Das liegt vielleicht auch an dem starken Wind, den wir heute haben. Jawohl, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn wir sind jetzt mitten am Strand. Wie cool ist das denn? Geile Sache. Wo liegt eigentlich Mauritius? Wie groß ist die Insel und was kann man dort alles erleben? Das waren Fragen, die wir vor Beginn der Reise erstmal Google gestellt haben. Für uns war erstmal wichtig, Strand, Sonne und Meer und vor allen Dingen diese türkisen Lagunen erleben. Das war schon immer unser Traum. Da war er nun, der erste Aha-Effekt. Yes, das war wirklich toll. Das Wasser ist super. Circa 25 bis 27 Grad hatten wir an diesem Tag. Es war einfach fantastisch, darin zu baden, die Sonne zu genießen und vor allen Dingen die Ruhe an diesem Strand. Er ist hier nicht öffentlich. Viele private Grundstücke grenzen an den Strand ran und unter der Woche ist wirklich wenig los. Das war wirklich toll. Barfuß am Strand spazieren gehen, sich das Wasser um die Füße spülen lassen. Einfach herrlich. An diesem Strandabschnitt war der Strand allerdings nicht ganz so lang, dass man da hätte jetzt stundenlang laufen können. Dafür gibt es dann andere Strandabschnitte auf Mauritius, die deutlich länger sind. Aber für einen kleinen Spaziergang in der Abendsonne hat es gereicht und es war fantastisch. Häfen gibt es hier nur ganz wenige. Und wenn man mit dem Boot anlegen möchte, fährt man einfach an den Strand, klappt hinten den Außenborder hoch, lässt die Passagiere zu- oder aussteigen, fährt wieder rückwärts raus und genießt die Fahrt auf dem Wasser.
An diesem Strand sieht man leider nicht die Sonne untergehen, dafür liegt er zu weit im Norden. Wir haben aber einen spitzen Tag erlebt und es war einfach Weltklasse und das erste große Aha-Erlebnis.